wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Casalot. Und mein heutiger Gast ist Ayman Masyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Willkommen, Herr Masyek. Was ist das eigentlich? Womit kann man das vergleichen? Kann man das vergleichen irgendwie jetzt mit dem Zentralrat der Juden oder mit der katholischen Kirche, halt wie die anderen Vereine so firmieren? Kann man die Institutionen vergleichen? Schwierig. Die muslimischen Organisationen sind vergleichbar wie ein BGB-Verein, während die anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Das ist nochmal eine ganz andere Struktur. In ihrer Aufgabenstellung haben sie ganz ähnliche Vorgehensweise, dass sie die Interessen ihrer Gläubigen vertreten, dass sie vor Politik und Gesellschaft die Öffentlichkeitsarbeit machen und so weiter. Das ist ganz ähnlich, aber in der Struktur sind sie doch ganz anders. Herr Masyek, Familie, Kinder, wie schaut es bei Ihnen da so aus? Ganz anders. Bei muslimischen Familien sieht das völlig anders aus als bei den Normalos. Die Kinder haben keine Pubertät. Nein, die schlüpfen aus den Eierschalen und sind sofort erwachsen. Ja? Ja, klar. Total vernünftig. Ganz vernünftig und so. Ich bin unglaublich, also ich bin so froh, dass ich einer muslimischen Familie entstamme. Nein, im Gegenteil. Wir haben leider gleiche Probleme, die gleichen Schwierigkeiten und die gleichen Herausforderungen. Ich wollte nämlich fragen, wir sitzen hier in einem Klischee von 1001 Nacht. Ja. Ich wollte fragen, wo ist nach dieser vernünftigen Erziehung der Staat zum Salafisten? Ups. Das war jetzt hart. Nee, ist gar nicht hart, aber ich muss ehrlich überlegen, was Sie meinen. Der Staat zum Staat oder die Frage? Also der Übergang, also das ist... Der Übergang ist fließend. Warum? Ja. Weil das ist so die Standardkonnotation. Wenn heute was über Islam gefragt wird, dann ist schnell die Frage Extremismus, Fanatismus und alles, was dazu noch zu sagen ist. Der Islam wird einfach, und das Thema Islam in Deutschland wird seit, nicht nur in Deutschland, auch überhaupt so in diesen westlichen Hemisphären, wird doch sehr stark eingehängt auf die Thematik Extremismus. Insbesondere nach dem 11. September ist das sehr stark zu erkennen. Leiden die Muslime stark darunter, viele haben schon längst abgeschaltet, gehen ihren Weg, sind hier längst integriert in diesem Land, machen ihren Job, sind auch wichtige Säulen unserer Gesellschaft, und die Feuilletons und andere Stellen halten dieses Thema künstlich hoch. Und heute haben wir viele, viele Menschen muslimischen Glaubens, die auch schon, studiert und andere Berufe nachgehen und die hier einen Beitrag leisten, und das wird meist nicht behandelt. Das ist schade. Also das ist ein interessanter Ansatz jetzt. Wenn Sie nicht stört, würde ich das Gespräch um 180 Grad wenden. Und, und will mit Ihnen über andere Themen reden. Ich denke, Sie haben mehr Meinungen, als in diesen Talkshows abverlangt wird, nämlich der Muster-Muslim zu sein oder sonst was. Ich habe sehr viele Beiträge von Ihnen gesehen und gelesen, wo Sie über Ökonomie, über Energiewende und allem drum und dran Meinungen haben. Fangen wir bei Ökonomie an. Ich habe ein Video von Ihnen entdeckt im Netz, da reden Sie über die Finanzkrise, den Finanzcrash und auch dem zinsfreien Wirtschaften. Was meinen Sie dazu und wie sieht das der Islam? Ja, der Islam geht von einer Ordnung aus, die gerecht ist, die jedem Menschen eine Grundversorgung zuspricht und wo die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen, die immer ausreichend sind, das ist auch ein Versprechen Gottes sozusagen in unserer Heiligen Schrift, die immer ausreichend sind, dass sie richtig verteilt werden. Solange sie richtig verteilt werden, diese Ressourcen, die Welt uns zur Verfügung stellt, die Schätze der Erde sind oder auch Geisteskraft, Intelligenz und so weiter, die versorgt uns Menschen. Die reicht aus, dass jeder glücklich sein kann. Der Islam kennt Privateigentum, der kennt das Anstrengen. Einer strengt sich mehr an, deswegen hat er auch mehr. Der andere strengt sich weniger an. Das ist alles da. Also es gibt nicht so eine Mythologie, die so in Richtung Marxismus oder geht. Das kennt der Islam nicht. Er kennt Privateigentum und so weiter und alles, was damit zu tun hat. Aber diese absolute große Akkumulation von Kapital entsteht vor allen Dingen dadurch, dass einige wenige ganz, ganz viel Geld haben und viele, viele wenig haben. Kommt das nur durch Leistung? Nee, sondern ich denke, es liegt auch in dem System begriffen. Wir sprechen heutzutage angesichts der
des Finanzkollaps oder auch der Finanzkrise, sehr oft von Bankenkrise, kommt so ein bisschen der Sache näher. Tatsächlich gibt es auch sowas wie eine Systemkrise. Und einer der Gründe ist unserer Meinung, dass Zinswirtschaft hier da ist. Dass über die Zinswirtschaft die große Gefahr birgt, dass das Geld nicht im Handel oder im Umlauf sich befindet und künstlich vermehrt wird, ohne dass dahinter Leistung steckt. Ja? Indem ich das einfach auf die hohe Kante setze und mich auch nicht am Risiko beteilige. Ich kann ja Geld verleihen, das ist ja okay. Und ich kann dafür auch eine Gebühr verlangen. Aber ich muss irgendwo ein Stück weit mich auch am Risiko beteiligen. Und wenn ich Geld nur verleihen kann, Geld garantiert zurückbekomme über den Zins, mich am Risiko nicht beteilige, dann profitieren nur einige wenige, die sogenannten Banken. Man kann das aber auch anders ausmachen. Man kann auch Banken als Investitionsinstitutionen verstehen. Das ist okay. Dann verteilen die Geld, bekommen auch dafür entsprechend Gebühren, können durch ihr Know-how glänzen, aber sie müssen sich genauso am Risiko beteiligen. Das ist bei der Zinswirtschaft nicht der Fall. Sie beschreiben gerade Islamic Banking. Was ist genau Islamic Banking? Also können Sie uns da ganz konkrete Beispiele nennen? Also Islamic Banking ist eigentlich nichts anderes, dass die im eigentlichen Sinne, dass die Banken wie Investitionsfirmen funktionieren oder wie Business Angels, die Kapital haben und die einsteigen in bestimmten Firmen, die sich am Risiko beteiligen und auch genauso am Gewinn beteiligen. In dem Sinne ist im besten Sinne eine Bank islamisch. Natürlich heute durch den Warenverkehr und anderes und wie zum Beispiel eine Sparkasse aufgebaut ist, so das kann man sich auch vorstellen, dass man Geld abhebt, dass man entsprechend mit der Kreditkarte sich Bargeld erholt und so weiter. Ist alles möglich, aber im eigentlichen Sinne sind Banken nichts anderes auch als Teilnehmer in einem Prozess, wo gehandelt wird, wo Risiko und Gewinn gleichermaßen verteilt wird. Und das haben sie ja bei einer Bank, die nur Geld verzinst, ohne sich im Risiko beteiligt, nicht. Können Sie sich vorstellen, in Anbetracht der Krise im Moment, dass ein Weg eines zinsfreien Wirtschaftens überhaupt möglich wäre auf dieser Welt? Ich kann mir das gut vorstellen und ich sehe das auch ein Stück weit als Alternative und ich bin erstaunt und es sind ja nicht nur Anhänger, es sind ja nicht Muslime nur prädestiniert, dieses Thema zu besetzen, auch. Die vom anderen Verein auch, also die auch, Christen sehen das ja auch so. Auch eigentlich, also es ist eigentlich eine urmonetistische Form. Die Verbannung des Zinses ist etwas, was Juden, Christen und Muslime verbindet. Also die urchristliche Form des Handels hat auch eine große, Reserviertheit gegenüber Zins. Und das ist auch ein Ammenmärchen, dass man sagt, also Zins und jüdischer Glaube kommt zusammen. Das ist absolut ein Märchen. Einer der Gründe, warum das der Fall ist, man hat den Juden im Mittelalter verwehrt, ganz normale Berufe zu erlernen. Und am Ende blieb ihnen fast nichts mehr übrig, als Geld zu verleihen. Das war eines der Gründe, warum das dann passiert ist. Und wenn sie dann genug Geld akkumuliert haben, dann hat wieder irgendeiner, ein Fürst gesagt, jetzt müssen wir einen kleinen Pogrom organisieren und holen uns das Geld dann wieder sozusagen in Anführungsstrichen zurück. Obwohl sie haben es geklaut. Ja, also so lief das ab. Ne? Und deswegen ist die eine gewisse Affinität bei den Menschen jüdischen Glaubens, gerade im Finanzbereich zu finden. Aber sonst haben alle drei monotheistischen Religionen eine Grundreserviertheit gegenüber Zins. Herr Masik, ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Sarrazin. Ja, Sarrazinismus. Ist ein Phänomen, was ich mit einem Satz beschreibe, ein Stück weit Rassismus, der salonfähig gemacht wird und in die Mitte der Gesellschaft dringt. Sandra Maischberger. Eine talentierte Moderatorin.
Säkularismus, Laizismus. Schlagwörter, die diejenigen, die sie in den Mund nehmen, meist nicht kennen, was sie eigentlich bedeuten. Einer war dieser Begriffe nicht würdig, aber ich würde trotzdem über das Phänomen mal sprechen. Mhm. Pia Vogel, was passiert da? Erklären Sie uns das mal. Ja, es gibt eine bestimmte Gruppe auch an Deutschstämmigen, die auch sich als vielleicht nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft zugehörig fühlen und für sich den Islam entdeckt haben und es verwechseln ein Stück weit mit Protestbewegung. Ich finde Protestbewegung nicht etwas Negatives. Wir haben verschiedenste Protestbewegungen, die auch Menschen zum Nachdenken erringen. Aber Islam als reine Protestveranstaltung ist eine völlige Verkürzung des Themas. Und da habe ich den Eindruck, dass viel Psychologie hier eine Rolle spielt. Das heißt also, Menschen, die sich vielleicht ausgestoßen in der Gesellschaft fühlen, entdecken die Wärme des Islams und machen aber dann sowas wie ein Ghetto-Veranstaltung. Und der Islam ist alles andere als das. Islam begreift sich als eine Religion, die nicht exklusiv gelebt wird, sondern die Dinge, ein Muslim ist derjenige, der mit sich und seiner Umwelt und seinen Mitmenschen Frieden macht. Das ist seine Aufgabe. Und Frieden im weitesten Sinne bedeutet, dass ich mich nicht im weitesten und im engsten Sinne, dass ich mich hier in der Gesellschaft einbringe, dass ich mich anstrenge. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, wenn ich sage, die da, denen geht es schlecht, weil die so falsche Gedanken haben, aber ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und macht so einen Dualismus, entwickelt so eine Rivalität, dann hat man den Islam einfach nicht kapiert. Dann hat man nicht verstanden. Der Islam hört nicht auf, hinter der Tür oder fängt nicht erst hinter der Tür oder im Eingang der Moschee an, sondern den muss ich muss am Arbeitsplatz als Student in der Universität in meiner Nachbarschaft genauso mich muslimisch fühlen und mich einbringen in diese Gesellschaft und Gutes tun und Schlechtes verwehren. Das ist meine Aufgabe und die hört nicht auf mit der Moschee, wenn die Moschee endet. Da hört das nicht auf. Und das ist leider eines dieser Phänomene, dass hier so eine Art Ghetto-Kultur entsteht, die weder die absolute Mehrheit der Muslime will, noch die in irgendeiner Weise dem Islam etwas näher kommt. Also Protestbewegung. Dankeschön. Vielleicht noch in einem Satz, wie Sie sich eine gute Welt vorstellen können, eine schöne Welt. Gerecht, Gerechtigkeit. Also meine Eltern haben mir den Namen Ayman als Vorname gegeben. Das heißt im Arabischen Gerechtigkeit. Und irgendwie ist das etwas, was mich auch immer umtreibt. Ich glaube, Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und unsere Welt ist in vielen Teilen ins Banken geraten und in Ungleichgewicht, weil Gerechtigkeit nicht mehr waltet. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herr Masiek, war sehr angenehm mit Ihnen, wenn ich das so sagen darf. Sie sind irgendwie ein cooler Typ. Sie auch. Dankeschön. Vielleicht machen wir das nochmal. Und Dankeschön. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und das Thema beim nächsten Mal ist Crash on You. Und mein Gast Professor Max Ott. Bis